Hallo ihr Lieben, willkommen zum weiteren Pickepal von mir. Heute geht es um das Thema, bist du auf deinem Seelenweg? Wir gucken mal, gibt es irgendwie Hinweise, Anweisungen, sollst du irgendwas ändern? Machst du vielleicht schon alles richtig? Ja, so eine kurze Botschaft, um mal zu gucken, ob irgendein Update vielleicht von oben kommt. Ihr habt die Wahl zwischen vier verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 mit dem Aquamarin. Pile Nummer 2 mit dem Landschaftsjaspis. Pile Nummer 3, dem Turmalin und Pile Nummer 4 mit dem Amazonit. Ich packe alle Links zu den Timestamps, also zu den Videos, die Timestamps in die Infobox, dass ihr das gleich direkt anklicken könnt. Und gebe euch jetzt noch die Auswahlmeditation, wenn ihr noch nicht so richtig wisst oder euch erstmal reinfühlen wollt. Und wir sehen uns dann gleich in den entsprechenden Pile wieder. Bis gleich. Hallo, Pile Nummer 1 mit dem Aquamarin. Ja, und wir schauen mal, was wir haben. Also ihr seid definitiv fast schon über den Problemen, die vielleicht vorher waren. Oder wie soll ich das sagen? Ihr distanziert euch. Ihr sucht Frieden. Und ich glaube, das ist euer Weg, Frieden zu suchen. Können wir sogar vorstellen, dass manche von euch das Kämpfen, das Meckern, das Diskutieren, das Reden, das Erklären, das Rechtfertigen einfach leid sind. Einfach keine Lust mehr darauf haben. Und dass ihr in gewisser Weise, ihr wisst, dass der Frieden in euch, für euch, viel wichtiger ist, als irgendjemand zu erklären, wer ihr wirklich seid. Ja, es ist wichtig, dass Wahrheiten ans Licht kommen. Es war wichtig auch, dass manchmal man Dinge klarstellen will. Aber es gibt Menschen, die werden dich niemals verstehen, die wollen dich niemals verstehen, die werden immer negativ von dir denken, die werden dir immer das Negativste unterstellen und die werden auch immer Kritikpunkte bei dir finden und die werden dir das Leben immer schwer machen und du findest einen Weg, einfach diesen Kampf aufzugeben und zu sagen, dann nicht. Ich wollte eine ehrliche, offene Diskussion oder ein offen, ehrliches Gespräch. Wenn das so läuft, dann entziehe ich mich dem Ganzen, hebe mich ab, gebe mich wieder dem hin, was gut für mich ist und passe auf mich auf und wende mich davon ab. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ey, ich war noch nicht fertig und wieso hörst du jetzt auf oder wieso verlässt du den Raum oder du bist also jemand, die holen dich dann manchmal mit so Triggern wieder zurück, so, na, also habe ich jetzt gewonnen oder was? Na, gibst du jetzt einfach so auf? Nicht drauf einlassen. Wenn du deinen Frieden für dich haben willst, egal was derjenige sagt, spielt keine Rolle mehr. Wenn du dich einmal entschieden hast, deinen Frieden zu finden, kann der noch und nöcher Dinge dir an den Kopf werfen, der will dich nur zurückholen. Der will dich auf die niedrige Schwingung wieder runterholen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Wut immer automatisch eine niedrige Schwingung ist. Ja, oft ist Wut dann notwendig, wenn du so runterrutscht, ja, jemand sagt dir irgendwas Gemeines, du rutscht runter, weil du hast Angst, du hast Zweifel, du hast Furcht, du hast Traurigkeit, du fühlst dich gefangen, du fühlst dich bevormundet, du hast das Gefühl, du bist ganz, ganz weit unten. Und dann holt dich die Wut wieder hoch, weil Wut ist ein Befreiungsgefühl. Das holt dich einfach wieder aus der Hilflosigkeit, aus der Lethargie, aus der, dass du nichts machen kannst. Es holt dich wieder raus. Und wenn du dann aber merkst, du hast genügend Wut, du hast über genügend Wut gelebt und du merkst, du kommst aber auch bei der Person oder Situation nicht vorwärts, dann darfst du sagen, okay, jetzt suche ich Frieden. Und dieser Frieden entsteht aber erst dann, wenn du wirklich merkst, da geht es nicht mehr weiter. Ja, immer wenn noch Hoffnung ist, immer wenn man noch irgendwie denkt, man kann was kitten, dann ist die Wut noch dein Begleiter. Aber der Frieden kommt dann, wenn du merkst, ich ziehe von dann. Ja, ich gehe weiter, ich lasse es hinter mir. Ich meine, nur so als Beispiel, ich habe ja auch meine Familie hinter mir gelassen und habe keine direkte Wut auf diese Person. Ich bin höchstens wütend, wenn ich merke, mein Leben ist eingeschränkt. Ich komme manchmal mit Dingen nicht klar. Ich bin irgendwo, ja, und suche immer die Fehler bei mir und merke, nein, das liegt daran, was mit mir passiert ist. Und das sind die Konsequenzen und das sind die Nachwirkungen. Und dann bin ich manchmal wütend auf das, was passiert ist. Aber ich will nicht zu der Person gehen und die mir anschreien. Ich will mit dieser Person nicht mehr darüber reden. Ich weiß, dass es mit dieser Person absolut sinnlos ist, zu diskutieren oder irgendwelche Dinge zu tun. Habe ich auch schon alles gemacht, habe ich alles schon hinter mir. Ich kann in Frieden weitergehen und mein Leben führen.
Das heißt aber nicht, dass die Dinge, die passiert sind, automatisch in dir verschwinden. Ja, das ist sowas, man kann einfach sagen, ist gut, ich lasse es jetzt, ich ziehe von dann, ich will nicht mehr, kein Kontakt mehr, ich will nicht mehr reden, ich will nicht mehr diskutieren. Und dann kannst du deinen Weg gehen. Das heißt aber nicht, dass du irgendwie einknickst, von deiner Meinung abweichst oder jetzt demjenigen entgegenkommst. Nein, ganz das Gegenteil. Du sagst einfach, okay, ich brauche dich nicht mehr für den Lebensabschnitt, den ich jetzt weitergehe. Und dann distanzierst du dich und dann findest du in der Form Frieden. Genau, ihr seid in der Transformation. Das ist, was bei euch gerade passiert. Ihr transformiert zu einem höheren Ich von euch hin. Und ihr habt gelernt oder seid gerade dabei, Grenzen zu setzen. Weil das nämlich das ist, wie man Frieden erlangt. Man erlangt keinen Frieden, indem man jeden und alles duldet. Ja, deswegen, nur weil man sagt, ich will jetzt in meinen Frieden kommen, heißt das nicht, dass man keine Grenzen setzen darf. Sondern man setzt Grenzen, damit man den Frieden bekommt. Ja, viele sind dann so wie, du bist viel zu harsch und du bist viel zu vorlaut oder du bist viel zu irgendwas. Ach, lass dir von diesen Leuten nichts sagen. Ja, es ist wichtig, Dinge für sich einzufordern und das macht ihr. Ihr fordert für euch einen Respekt ein, der euch zusteht. Ja, und du wirst die Sachen hinter dir lassen. Du wirst weitergehen. Du wirst es hinter dir lassen. Und Abstand halten. Du wirst Abstand halten von der Situation, von der Person. Wisst ihr, dass die Menschen, die einfach ihr Ding machen, mehr Vorbild sind als die, die ständig drüber reden? Wenn jemand etwas tut, kann jemand was davon lernen, was derjenige tut. Es gibt aber Menschen, die reden immer nur darüber, was sie tun. Sie tun es aber nicht. Mach deinen Weg. So kannst du Vorbild für andere sein. Du kannst letztendlich auch darüber reden, aber es gibt eben Menschen, die sagen, also ich würde das so und so machen und eigentlich müsste man das und das tun und dann kommt da gar nichts. Sie sind weder mutig, noch sind sie, noch trauen sie sich das auch zu tun, sie reden immer nur. Ja, und deswegen, ihr seid Menschen, ihr tut die Dinge. Ihr macht sie einfach, ihr fragt nicht nach Erlaubnis. Weil ihr auch die Erlaubnis nicht braucht. Ihr braucht die nicht. Ja, und ihr verzichtet auch. Ihr verzichtet auf das, was sie euch scheinbar geben wollten. Die Arbeit, die dir vielleicht irgendwas geben wollte, was sie dir nie gegeben hat. Der Partner, der dir nie das gegeben hat, was er eigentlich geben wollte, angeblich. Aber auch die Familie. Ja, wir neigen oft dazu, Versprechen zu glauben, weil es sich so gut anhört. Jemand sagt was und du gehst von dir aus. Du hältst dich an die Sachen, die du sagst. Ja, und also denkst du, jeder andere, der was sagt, wird das doch einhalten. Pustekuchen. Pustekuchen. Absolut Pustekuchen. Die Menschen halten sich nicht an ihre Worte. Die wollen manchmal dich einfach nur da behalten. Deswegen, du ziehst dich zurück, der Eremit. Und du gehst deinen eigenen Weg. Deswegen, du bist da gerade mittendrin. Du findest deinen eigenen Weg. Ganz ungeschliffen, ganz frei von irgendwelchen Grenzen und du bist gut da drin. In der Karriere wird dir das extrem viel bringen, ja, dich im Leben durchzusetzen, dich zu zeigen, die Dinge zu kommunizieren, weil wir hier auch die Luft haben, Steinbock-Energie. Aber auch auf spiritueller Ebene wird dir das unheimlich gut tun, ja, weil wir haben Fische im 12. Haus. Lustig, dass wir beides hier das Luftelement haben. Das heißt, hier geht es wirklich um die Gedankenkraft. Ihr werdet in Zukunft euch nicht mehr von den Gedanken anderer Menschen beirren lassen. Ihr folgt nur noch euren eigenen, beziehungsweise dem, was für euch richtig ist. In der Spiritualität, ihr zieht euch zurück, aber auch karrieretechnisch, aber auch der Durchsetzungskraft, ja, weil Steinbock ist, steht zwar für die Karriere, aber eben auch, wie setze ich mich in diesem Leben für mich durch und ein? Und das macht ihr jetzt auf eure eigene Art und Weise und lasst euch von niemandem beirren. Okay, meine Lieben, das war's zu Teil Nummer 1. Falls ihr euch noch zu einem anderen Teil hingezogen fühlt, schaut euch den sehr gerne an. Ansonsten schaut doch gerne auf meine Website. Ich habe momentan einen Sommerrabatt für meine Audiobotschaften. Da gibt es verschiedene Sachen. Geistführerbotschaften, deine Fragebotschaften, dein Past Life und. Kannst dir gerne mal raufschauen und findest dort auch Infos über mein Leben, meine Arbeit, meine Kindheit. Und wenn du mir eine Spende zukommen lassen willst, findest du einen Link in der Infobox und auf meiner Website auch die Daten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben.
Hallo, Paar Nummer 2 mit dem schönen Landschaftsjaspis. Sieht gerade aus wie so ein Baum, oder? So ein Herbstbaum, wo die Blätter schon ab sind. Das hat irgendwie was total Cooles. Ja, wir gucken mal. Oha. Also ihr seid gerade auf dem Weg, eure Gefühle zu erforschen. Ich glaube, ihr seid die Gruppe, die definitiv so ist wie das Leben zwingt mich, mich fühlen zu müssen. So wie alles, was du vorher nicht fühlen musstest oder vielleicht ignorieren konntest oder dich ablenken konntest oder in Arbeit dich stürzen konntest oder dich um andere gekümmert hast, Familie, Freunde, Partner und den Fokus auf andere gelegt hast, führt diese Strecke genau zu dir. Aber volle Breitseite, weil wir haben ja auch den Vollmond. Also volle Breitseite kriegst du dann diese ganze Energie und diese Energieschübe, aber auch diese mal Traurigkeit und dann wieder Wut. Und das ist aber wichtig, weil da wie alter Müll rausgepackt wird. Du kriegst gerade wie so eine Art Befreiungsschübe kriegst du. Also da passiert gerade eine Menge. Ja, ich glaube, die Verbote werden aufgehoben. Ich packe das mal lieber hier. Die Verbote werden aufgehoben. Alles, was du dir je verboten hast, gilt nicht mehr. Ja, also du bist jetzt nicht mehr jemand, der sich irgendwas von jemandem sagen lässt, was du zu fühlen, zu tun, zu machen, zu sagen. Du erlaubst dir jetzt einfach zu fühlen. Wenn du unglücklich verliebt bist und du bist unglücklich, darfst du in dem Moment unglücklich sein und das betrauern. Da kann keiner daherkommen und sagen, ja, dann arbeite doch mal an der Beziehung. Dann mach doch mal was. Nein, du darfst einfach nur traurig sein, dass es so ist, Gottverdammt. Du musst doch nicht immer gleich Lösungen für alles finden. Vor allen Dingen für viele Sachen kann man doch gar nicht immer eine Lösung haben, weil viele Sachen auch aus mehreren Menschen bestehen. Du kannst doch nicht immer nur eine Lösung von deiner Seite haben und sagen, du bist jetzt derjenige, der die Beziehung zum Laufen bringen muss. Wie viele, auch aus der älteren Generation, ja, gerade früher die Frauen, die dann gesagt haben, also dein Ehemann musst du halten und du musst die Beziehung, da hast du anscheinend was versaut, wenn der fremd geht oder da hast du dich nicht ordentlich, was ist denn das bitte für ein toxisches Verhalten? Wie kann denn bitte jemand auf dich zukommen und sagen, du hast dich nicht gekümmert, wenn jemand anderes dich sozusagen betrügt? Das ist doch sein Problem, sein Kram. Er kommt doch nicht mit sich ins Klare. Er hat doch anscheinend nicht kapiert oder verinnerlicht, dass vielleicht die Ehe nichts für ihn ist oder er kommuniziert nicht offen oder er wollte vielleicht nie die Ehe und hat sich auf was eingelassen, weil er eben dachte, es muss so sein. Und ich rede jetzt zwar hier von Frau und Mann, wahrscheinlich, weil es das klassische Beispiel gibt, gibt es aber in allen Geschlechterrollen. Also legt mich da jetzt nicht Niet und Nagel fest auf diese Geschlechtersache. Also das trifft alle Geschlechter zu. Ja, also es ist jetzt nicht nur weiblich-männlich. Aber was mir halt hier auch auffällt, ist, dass lass dir nicht von irgendjemandem sagen, wenn du traurig bist, dass du schuld bist, traurig zu sein. Diese Traurigkeit ist in dir. Ist doch pupsiger, wo die gerade herkommt. Sie ist da und du darfst da sein. Welche Ursache das hat, ob du dich nicht genügend angestrengt hast und ja, vielleicht hast du dich nicht genügend angestrengt, weil du dich nicht genügend anstrengen wolltest. Oder vielleicht hast du dich ewig schon lange angestrengt und du hattest keine Kraft mehr. Oder du hast gemerkt, Anstrengung bringt auch keine Lösung, weil Anstrengung ist Anstrengung und es ist keine Leichtigkeit. Und dadurch kommen manche Dinge überhaupt nicht erst in Wandel, weil Anstrengung meistens dafür sorgt, dass Dinge eher komplizierter werden. Und. Ja, diese ganzen Sprüche immer von diesen Halbweisen. Und ich meine jetzt nicht Weisen im Sinne von keine Eltern mehr, sondern Weise, so wie die immer denken, sie sind die Klügsten und geben dann immer Tipps. Und eigentlich ist es nur blödes Geblubbel. Und man nimmt sich das einfach an, weil man denkt, naja, wenn jemand mir was sagen würde, dann doch nur überlegt, durchdacht, reflektiert. Weil ne, man selbst versucht ja auch immer bei sich reflektiert, überlegt, irgendwie durchdacht zu sein und irgendwie logisch an Sachen ranzugehen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, Großteil der Menschheit bubbelt es einfach nur raus. Denkt nicht nach. Denkt auch nicht drüber nach, ob es klug ist. Denkt auch nicht drüber nach, ob das empathisch ist oder ob das Konsequenzen hat. So viele Menschen hauen einfach nur raus. Einfach nur so. Was du dir wahrscheinlich null vorstellen kannst, einfach nur rauszuhauen, machen die. Das machen die. Und das sollst du sehen und das sollst du wissen, damit du verstehst, wenn dich irgendjemand irgendwo ankackt, dass der nicht nachgedacht hat und dass es nichts mit dir zu tun hat und dass du nicht schuld bist, sondern dass der das einfach nur so macht, weil der da Lust zu hat. Und dass da nicht immer eine höhere Intelligenz dahinter ist und auch nicht immer irgendwas Karmisches, sondern dass der einfach nur dir zeigt, ich mache, was ich will. Und in gewisser Weise ist ein guter Spiegel, weil er dir zeigt, derjenige, ich sage, was ich will, ich mache, was ich will, ich muss nicht immer klug sein. Ich meine, teilweise denken die ja sogar, sie sind super klug, aber sie hinterfragen es nicht wirklich. Ja, auch gerade wenn es
sagen wir mal, um bestimmte gesellschaftliche Themen gibt, wo es zum Beispiel heißt, ne, Frauen müssen jetzt Kinder kriegen und es gibt kein Recht darauf, dass die Frau da irgendwie eine Wahl hat, guckt keiner über Konsequenzen. Ne? Jeder sagt nur, ja, das passt schon. Und dann haut er das raus. Und erst wenn man in die Tiefe geht und Dinge und Probleme aufstellt und das Ganze analysiert, sind sie auf einmal ganz kleinlaut und ziehen sich komplett zurück und wollen gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Deswegen, so viele Menschen, die dir irgendwo schon mal wehgetan haben und dir was an den Kopf geknallt haben, haben null nachgedacht. Da fehlt ganz oft Klugheit, Wissen, Empathie, Demut, Erfahrung. Und man will das manchmal nicht sehen oder man denkt da nicht drüber nach, dass man so denken müsste. Ja, weil man immer irgendwie eine Welt voller sich selbst sieht. Und dann ist man so enttäuscht, dass die Welt voller sich selbst einen ankackt und gemein zu einem ist. Aber ich kann dir sagen, solche Menschen wie ihr gibt es nicht viele auf dieser Erde. Nope, ihr werdet nicht gespiegelt. Ganz viele da draußen sind unbedacht, unbedarft, unwissender, haben manchmal noch nicht mal den Geist dafür, Dinge zu erforschen und zu erdenken und sind überfordert, wenn du in die Tiefe gehen willst. Deswegen sagen die dann auch mal, ach, hör mir jetzt auf mit dem Mist oder, oh ja, krieg dich wieder ein oder ne, so dumme Sprüche. So, die würgen das nur ab, weil sie merken, sie können nicht folgen. Ist ja nicht schlimm. Die dürfen ja auf dieser Erde sein. Das Problem ist nur, wenn dann Menschen wie du und ich das überinterpretieren, überprojizieren und die ganze Zeit denken, warum sagt jemand was Gemeines, obwohl du eigentlich nur kapieren sollst, dieser Mensch ist einfach nur so. Das hat null mit dir zu tun und du kannst Abstand gewinnen. Ja, ganz oft ist man traurig. Schneewittchen. Oh, das passt sogar ganz gut, weil Schneewittchen macht sich null einen Kopf. Ja, sie ist wunderschön. Sie würde nicht mal ansatzweise darüber nachdenken, dass ihre Stiefmutter sie umbringen will. Ja, und keine Lust hat, sie am Leben zu sehen, weil sie so eifersüchtig ist. Würde Schneewittchen nicht mal auf die Idee kommen, weil sie selber sowas niemals tun würde. Sie würde niemals irgendjemanden ein Haar krümmen. Und dann kommt diese Riesenüberraschung, dass die Mutter sozusagen sie loshaben will. Und dann sogar sie merkt, sie ist nicht vernichtet und kommt sogar als Hexe oder als irgendwas wieder und versucht sie immer noch zu vernichten. Und Schneewittchen ist so dumm und naiv, weil sie denkt, jeder Mensch will ihr was Gutes. Jeder Mensch meint's gut, wenn er kommt. Jeder Ratschlag ist gut, jeder Tipp ist gut, jeder Apfel ist gut. Und dann beißt sie rein und dann ist er vergiftet und voilà, was für eine Überraschung. Schneewittchen sieht dahin. Und deswegen, so schön wie Schneewittchen ist und so lieb wie Schneewittchen ist, ist sie doch ein bisschen trottelig. Und das bringt ihr Probleme. Und deswegen ganz wichtig, nicht mehr Schneewittchen sein. Nicht mehr dieses dumme kleine Schneewittchen sein, was blauäugig an alles glaubt und vertraut und sich öffnet und liebevoll ist. Deswegen, wenn man in der Spiritualität hört oder auch generell im Leben hört, ja, sei du der Klügere oder sei du, wenn du so viel Wissen hast, dann hab doch mal Mitgefühl. Was Toxisches zum Reifen bringen, Toxisches richtig blühen lassen und einfach nur die Augen verschließen und einfach nur für andere Mitgefühl. Nope, wir sind nicht Schneewittchen. Nope. Wir sind auf gar keinen Fall Schneewittchen. Das Interessante ist, was mir gerade einfällt. Ich bin zum Fasching schon zweimal, glaube ich, als Schneewittchen gegangen. Ja, danke Universum. Das ist auch gerade eine Botschaft an mich. Ein kleines, dummes Schneewittchen war ich in meinem Leben. Definitiv. Und ja, nichts gegen Schneewittchen, ja? Aber man muss manchmal auch klar hingucken. Auch hier beim Finanzen, auch ein Thema. Gerade wenn man sich von Gefühlen leiten lässt und man fühlt sich schuldig. Schuldig, dass man jemanden vielleicht nichts geben will, weil man sagt, ich brauche das für mich selbst. Und jemand ist so wie, aber ich brauche es dringender, ich habe Schwierigkeiten, bei mir ist es drückender. Du kannst mir das doch mal geben. Wer in Gottes Namen hat zu sagen, dass du nicht trotzdem dein Geld für dich behalten könntest, ohne dass du es irgendjemand geben musst, wenn der Probleme hat, ist das doch nicht dein Bier. Natürlich kann man anderen helfen. Überhaupt kein Problem. Aber dir ein Schuldgefühl und schlechtes Gewissen zu geben, damit du es gibst, weil du bist ja sozusagen, ne, vielleicht finanziell besser aufgestellt oder manchmal ist man noch nicht mal finanziell besser aufgestellt. Man soll 5 Euro geben und man will die 5 Euro nicht geben und man merkt einfach, warum soll ich die geben? Derjenige ist so wie, jetzt sei doch mal nicht so geizig. Du bist aber gar nicht geizig. Du willst einfach nur dieser Person keine Unterstützung geben, weil du schon lange gemerkt hast energetisch, dass das eigentlich nicht dir gut tut. Ich glaube, du wirst mit diesem Vorgang, der jetzt in Zukunft kommt, mit deinem ganzen Gefühl, mit dem ganzen Kontakt, mit dieser Entwicklung viel mehr erreichen in deinem Leben, größere Wandlung durchmachen. Und du wirst dich manchmal noch fragen, ist das zu gut, um wahr zu sein? Passiert jetzt endlich das, worauf ich immer gewartet habe? Dieser Wandel?
Und ich glaube, die Begrenzung, die du in deinem Leben bis jetzt gespürt hast und die extrem oft bei dir durchkam, die werden sich verändern, die werden nicht mehr so akut da sein. Ja, du wirst diese Begrenzung nicht mehr als Begrenzung empfinden, sondern du wirst aus diesen Mustern ausbrechen und deine eigenen Grenzen setzen. Und dann, kennt ihr das, wenn du hinter der Linie stehen musst, weil jemand anderes gesagt hat, du musst hinter der Linie stehen und du ziehst aber deine eigene Linie und sagst, ich stehe hinter meiner Linie und nicht mehr hinter deiner. Es ist fast dieselbe Linie, aber du hast auch entschieden, eine zu ziehen. Und auf einmal fühlt es sich nicht mehr so an, als ob du höricht bist, sondern hast gesagt, gut, das ist jetzt meine Grenze. Und auf einmal ist der andere so wie, hey, das habe ich aber nicht erlaubt, dass du deine eigene Grenze ziehst. Und du bist so wie, ich kann meine eigene Grenze ziehen, selbst wenn sie deiner extrem ähnlich ist. Der Gehängte, ja, aus der anderen Perspektive gucken. Tut dir das gut, was du da machst? Tut dir das gut, wie andere auf dich zugehen? Auch beim Job. Ich weiß, wir arbeiten teilweise wirklich, um unser Leben zu finanzieren. Aber auch da gucken, willst du 10, 20, 30 Jahre deines Lebens opfern und zugrunde gehen und diesen Job weitermachen, weil du Angst hast, dass du dich nicht halten kannst? Geld kann einen so oft in die Knie zwingen, weil man Angst davor hat, was man wirklich kann oder was man wirklich könnte. Einfach weil die Sicherheit, die scheinbare Sicherheit, ein extrem, ja, halt das Gefühl gibt von, das ist jetzt irgendwie einfacher. Und ich glaube aber, sehr viele Seelen, sehr viele, die diesen Pfeil gewählt haben, wären besser dran, wenn sie einen anderen Job machen würden, ihre Position wechseln würden und nicht mehr dort bleiben würden, wo sie gerade sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ihr euch teilweise auch unter Wert verkauft. Und die Sachen wären aber auch gut für euch. Also alle, die vorhaben, ihren Ort zu wechseln oder finanziell anders aufgestellt zu sein, für sich zu sorgen, ihr kriegt ein Go. Ja, ihr kriegt auf jeden Fall ein Go. Neuntes Haus im Schützen. Der Schütze sagt Weiterentwicklung, Weiterbildung, Andersdenken, Querdenken, sein eigenes Ding machen, kein Blatt vom Mund nehmen. Vor allem im Kopf solltet ihr das machen, weil das hier, ne, die Luft, das Luftelement ist. Ihr sollt im Kopf euch nicht mehr reinreden lassen von niemandem. Und wir haben auch dort den Steinbock. Also Karriere, ich sag ja, bei einigen ist jetzt hier dieses Karrierethema. Können auch längere Reisen sein. Vielleicht sogar auch ein Ortswechsel. Auch Rechtsberatung, ja, dass ihr euch vielleicht ein bisschen rechtlich mehr informiert. Was sind eure Rechte? Was dürft ihr nicht? Und wie könntet ihr das vielleicht sogar umsetzen? Und was auch interessant ist, weil Weiterbildung und Schütze und Steinbock, wäre auch eine gewisse Selbstständigkeit für den einen oder anderen hier mit dem Programm. Weil der Schütze definitiv dafür sorgt, dass du dir selber Wissen beibringst und es dann im Steinbock anwendest. Das ist momentan alles noch eine Geistessache, da ist noch kein R-Thema drin, aber das ist was, das wird in Zukunft relevant für euch. Okay, meine Lieben, das war es jetzt zu Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut euch den sehr gerne an. Ansonsten schaut euch gerne auf meine Webseite, da habe ich momentan einen Sommerrabatt auf meine Audioangebote, also Gastführerbotschaft oder Deine Fragebotschaft oder auch Past Life und und. Und ja, dort findet ihr auch Infos über mich, mein Leben, meine Kindheit. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, findest du einen Link in der Infobox und auf meiner Website ein paar Infos. Dann danke ich euch und wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Peil Nummer 3 mit dem Turmalin. So cool, oder? Ja. Wir schauen mal, was ich hier bei euch reinkriege. Okay, zurzeit werdet ihr stark gespiegelt von den Menschen in eurer Umgebung. Was euch am allermeisten aufregt, ist momentan, da soll eine große Aufmerksamkeit hinfließen. Das ist hier gerade eine Karte runtergefallen. Scham. Wofür schämt ihr euch? Schämt ihr euch für eure Gefühle? Schämt ihr euch für das, was ihr im Leben erreichen wollt? Schämt ihr euch dafür, was ihr denkt, was ihr fühlt über jemanden? Vielleicht schämt ihr euch, dass ihr verurteilt. Vielleicht schämt ihr euch, dass ihr mehr wollt, als ihr habt. Vielleicht schämt ihr euch,
dass ihr euch auf die oder den eingelassen habt in eurem Leben. Vielleicht schämt ihr euch für eure Familie, vielleicht schämt ihr euch für eure Vergangenheit, schämt euch vielleicht für euer Nichtkönnen in bestimmter Hinsicht. Vielleicht schämt ihr euch dafür, dass ihr Trauma habt, dass ihr belastet seid, dass ihr nicht alles könnt, dass ihr nicht alles so gut umsetzen könnt wie andere vielleicht, dass ihr nicht den Zeitdruck aushaltet. Scham kann so vielseitig sein und eigentlich ist sie immer falsch. Weil sobald du dich für was schämst, bedeutet das, irgendjemand anderes hat dir beigebracht, dass es nicht in Ordnung ist, was du fühlst, was du tust, was du denkst. Wir werden nicht mit Scham geboren. Wir haben keine Scham. Die wird uns eingetrichtert. Eigentlich würde keiner von euch sich für irgendwas schämen. Wenn ihr ein Bild voller roter Punkte macht und sagt, das ist euer Kunstwerk, würde sich eigentlich ein gesunder Mensch nicht schämen, dass das ein Bild voller Punkte ist und würde denken, das ist das Meisterwerk überhaupt. Irgendjemand sagt dann, oh mein Gott, das sind doch nur rote Punkte. Oh mein Gott, dass derjenige, der wirklich denkt, dass das ein Kunstwerk ist. Oh mein Gott, der sollte sich schämen. Was denkt der, wer der ist? Toxisch. Absolut toxisch. Du darfst über alles denken, dass es ein Meisterwerk ist. Das ist ja das, wo ich immer sage, lern von den Narzissten. Ja, so sehr wie die einem wehtun, lern von den Narzissten. Die lieben, was sie tun. Und wenn es noch so ein Pipifax ist, die lieben es. Und wisst ihr was? Dieser Teil, komischerweise, ist gesund bei ihnen. Dass sie dann einknicken, alles überprojizieren, im Gesicht permanent lesen, in der Stimme lesen und alles immer als Angriff sehen, weil sie eben auf der emotionalen und Appellebene reagieren, ja, und nichts als Selbstoffenbarung oder als Sachinformation entgegennehmen können, sondern immer auf der emotionalen Ebene sich angegriffen fühlen. Das ist was anderes. Ja, also beziehungsweise das ist nicht das, was ihr euch annehmen sollt. Das passiert ja eh meistens durch toxisches Verhalten. Andere Menschen lernt man diese dummen Verhaltensweisen und übernimmt die, weil man nur so kommunizieren kann. Aber die schämen sich nicht. Die schämen sich oft nicht für ihren Körper. Die schämen sich oft nicht für ihr, was sie sagen, was sie denken, was sie fühlen. Und meistens kommt sehr viel Müll bei ihnen raus. Und sie schämen sich nicht mal. Und Leute, die super intelligent sind, die super irgendwie Mitgefühl haben, die für Gerechtigkeit sind, die Dinge aufklären wollen, die Dinge verbessern wollen, die Lösungsansätze haben, die schämen sich dann. Die schämen sich, obwohl sie sich null schämen durften. Und das ist, glaube ich, die Botschaft gerade an euch. Sobald ihr euch schämt für das, wie ihr redet, was ihr sagt, selbst wenn ihr Rechtschreibfehler habt und ihr schämt euch, ganz ehrlich, hört auf, euch zu schämen. Jeder Mensch, der sagt, du sollst dich in diesem Leben schämen, hat ein Problem. Der hat ein Problem mit sich. Der muss hingucken, warum er sich schämen würde. Kennt ihr das Fremdschämen? Also jemand macht irgendwas und ist total weird und rennt da, was weiß ich, halbnackt irgendwo rum und man denkt, oh mein Gott, ja, kenne ich auch. Kenne ich auch, dass ich denke, oh Gott, ich könnte das nicht. Warum macht man das? Warum packt man sich in die Person rein? Würde ich nackt über irgendeinen Platz rennen? Nein. Fühlt diese Person sich wohl, indem sie es macht? Ja. Muss ich mich da reinzwingen gedanklich und mir denken, dass ich das machen muss? Nein. Ich kann auch einfach sagen, ah, oh, da rennt einer nackt wild rum. Ist ja interessant. Ich muss doch nicht mich drauf packen. Ja, genauso, wenn Leute sagen, oh, so würde ich nie rumrennen. Oh, den Kleidungsstil würde ich nie machen. So dieses Fremdschämen. Pack dich doch da nicht rein. Du musst das doch niemals anziehen. Du musst das doch niemals tragen. Du musst doch niemals so aussehen. Deswegen jeder, der so labert und so daher quatscht, ist jemand, der nicht gelernt hat, sich abzugrenzen. Ja, und das können toxische Menschen sein, das können aber auch, sagen wir mal, liebevolle Menschen sein, die das gelernt haben, weil sie immer was aufgezwungen bekommen haben, weil das höre ich ja auch gerade. Einige von euch haben Dinge aufgezwungen bekommen, sie müssen einen bestimmten Kleidungsstil haben, eine bestimmte Art und Weise zu reden, müssen immer überall erscheinen, wo ihnen das gesagt wird. Und dann gibt es so eine Art Fremdschämen, wenn derjenige nicht angemessen gekleidet ist oder vielleicht schon eine Familie gegründet hat oder einen bestimmten Berufsverlauf oder. Ne? Da ist so ein, oh mein Gott, so, weißt du, so Fremdschämen. So Leute sind so wie, oh, jemand, der das nicht hinkriegt, mit dem stimmt anscheinend was nicht. Nein, es gibt keinen, mit dem stimmt was nicht. Die Menschen haben ihren Lebensweg individuell, jeder Einzelne für sich. Es gibt keinen allgemeinen Weg, auch wenn das die Menschheit gerne so hätte, dass wir alle denselben Weg gehen sollen, weil es natürlich kontrollierbarer ist. Ist das aber, sobald jemand irgendwie sagt, du musst Kinder haben oder du musst das haben, du musst einen Partner haben, du musst verheiratet sein, du musst einen Job haben, du musst Blumen, sobald er sagt, du musst irgendwas haben, toxisch. Ja, ob derjenige das merkt, der das sagt, ist schon fast wurscht. Derjenige hat einfach nur nicht verstanden, dass er einfach nur
Dinge weitergibt, die eigentlich veraltet sind, die schon lange nicht mehr gelten und die auch nicht mehr lebensnotwendig sind und die auch nicht mehr relevant sind. Wenn jemand sich für ein Kind entscheidet, dann weil er es möchte oder weil es eben auf dem Lebensplan stand. Aber es ist nichts, was zwingend notwendig ist. Genauso, und auch wenn jemand sagt, dann stirbt ja die Menschheit aus, ja, vielleicht ist das ja auch ein Plan. Vielleicht sollen bestimmte Länder irgendwann nicht mehr existieren, vielleicht sollen bestimmte Sachen auch vermischt werden, vielleicht soll es gar nicht mehr diese Abgrenzung geben. Warum sagt immer jeder, oh, dann sterben zum Beispiel ja die Deutschen aus. Ja, was ist, wenn es so in der Form das nicht mehr geben soll? Was ist, wenn Länder gar nicht mehr so, wie sie jetzt sind, weiter existieren sollen, sondern es vielleicht großflächigere Gebiete gibt und alles miteinander vermehrt ist und in dem einen Land sind halt mehr Kinder als in dem anderen. Also ne, die Leute können sich nicht vorstellen, dass es so, wie es jetzt ist, einfach nicht mehr so bleiben wird, dass es eine Veränderung geben wird. Deswegen jedes Mal, wenn irgendwas kommt mit du musst gar nichts. Weil die Zukunft ist für viele ungewiss und vor allen Dingen für die, die immer denken, das wird so und so. Was sind die Wahrsager oder was? Haben die voll die Ahnung, wie die Welt existiert und weitergeht? Dann sollten sie mal gucken, was sie bei sich da so vielleicht auch mal ändern sollten und mal ihre Zukunft angucken. Weil sie können komischerweise immer nur die Zukunft der anderen sehen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Leute, die an dir rumdoktern, ihre eigene Zukunft selten sehen oder ständig jammern, aber immer die Zukunft aller anderen prophezeien können? Na, aus der wird da nichts. Aus der wird nichts. Und den, hast du den mal gesehen? Oh nee, das kann ja nichts werden. Wow, lauter Hellseher da draußen. Krass. Aber dann haben sie Angst vorm Kartenlegen und vorm Pentagramm und vor Hexen. Und dann sind sie wie, oh, das ist mir nichts. Aber sind selber die ganze Zeit irgendwelche Wahrsager. Lächerlich. Absolut lächerlich. Ja, nimm dir das gar nicht an. Auch hier haben wir das Thema Trotzen. Ja, trotze denen, die dir was aufzwingen wollen. Du wirst ankommen. Du brauchst dir keinen Kopf machen. Du wirst ankommen. Du wirst vorwärts kommen. Manchmal hungert man nach Anerkennung, man hungert nach gesehen werden wollen, gespiegelt werden wollen. Ja, man möchte irgendwie jemanden, der einen versteht, der es irgendwie nachvollziehen kann. Der Hunger treibt dann manchmal eben zu Menschen, die einem das Schamgefühl wieder irgendwie rein. Also die einem immer das Gefühl geben, man müsste sich schämen dafür, wie man aussieht. Auch Bodyshaming, ja. Wie sieht dein Körper aus? Du kannst doch nicht so was anziehen, nimm doch mal ab. Kleide dich mal anders, wie sehen deine Haare aus? Mach dich doch mal zurecht. Oh Gott. Ich habe eine jüngere Schwester. Als ich aufgehört habe, mich zu schminken, hat die angefangen zu sagen, oh, mach dich doch mal zurecht, mach doch mal deine Haare so und da, da, da. Das habe ich mir rigoros nicht angenommen. Weil ich habe mein ganzes Leben lang meine Haare geglättet. Nichts gegen das Glätten, aber ich habe das vor allen Dingen gemacht, weil ich dachte, dass es Menschen stören könnte, wie meine Haare sind. Ich habe das nicht wegen mir nur gemacht. Ich habe das auch gemacht, wie man mich wahrnimmt. Oder dass ich nicht kritisiert werden wollte, dass ich nicht belächelt werden wollte. Also habe ich meine Haare geglättet. Ich habe mich geschminkt, weil ich wollte ernst genommen werden. Weil irgendwie es immer so war, wie Menschen, die geschminkt werden, sich zurecht machen, irgendwie mehr gewertschätzt und angenommen werden. Und dann habe ich aber irgendwann gelernt, nein, das hat was mit deiner inneren Einstellung zu tun. Es hat nichts mit deinem Äußeren zu tun. Du kannst dich unterstreichen und du kannst dich betonen. Aber denke nicht, dass Make-up oder andere Sachen aus dir jetzt eine Königin machen und du auf einmal respektiert wirst. Du kannst noch so geschminkt sein und die Leute behandeln dich trotzdem wie Dreck. Das hat nichts mit deinem Äußeren zu tun. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du dich nicht zurecht machen willst, stylen willst, einen bestimmten Kleidungsstil hast, sondern auf deine Art und Weise dich kleidest, dich präsentierst, von mir aus deine Haare pink machst, dich tätowierst, pierst, solange du dich wohlfühlst, solange du dich nicht schämst, ist es genau richtig. Schäme dich nicht für die Entscheidung, die du triffst. Schäme dich nicht, wenn du zunimmst und du bist dicker und du schämst dich, dass du einen dickeren Körper hast als andere. Hör auf damit, weil diese anderen Menschen haben nicht durchgemacht, was du durchgemacht hast. Was ist, wenn dieser dickere Körper ein Schutzkörper war? Was ist, wenn dieser dickere Körper genau dir geholfen hat, durch bestimmte Dinge zu kommen, die du ohne das Essen nicht geschafft hättest? Was ist, wenn Nahrung für dich dein Überlebensmittel war? Was ist, wenn du dir vielleicht was angetan hättest, wenn du nicht gegessen hättest, du die Dopamin- oder Serotoninausschüttung nicht gehabt hättest? Viele, die Trauma erlebt haben, haben ein anderes Gehirn. Viele haben posttraumatisches ADHS. Das bedeutet, du brauchst Dopaminschübe. Sonst funktionierst du nicht richtig. Dopamin kriegt man durch bestimmte
Sachen wie einkaufen oder essen oder. Man bekommt es durch externe Sachen und deswegen kann man zunehmen und deswegen kann man auf einmal auch in Schulden geraten und deswegen kann man bestimmte Dinge übertreiben, weil man Dopamin braucht. Andere Menschen, die gut aufwachsen oder die sich Dinge nicht so angenommen haben, ja, die vielleicht auch jüngere Seelen waren, brauchen nicht diese Schübe. Die brauchen nicht dieses Dopamin und Serotonin, die brauchen nicht diese Hormone, weil bei ihnen das produziert wird von Natur aus. Deswegen, keiner weiß, warum du zugenommen hast oder warum du abgenommen hast oder warum das mit deinem Körper. Kein Mensch hat ein Recht, darüber zu urteilen. Und jeder, der sich das traut, jeder, der bodyshamed, hat eigentlich immer nur ein Problem mit sich selbst. Jeder, der sagt, hör auf zu essen, das tut dir nicht gut. Jeder, der sagt, boah, du wabbelst, du hast Zellulite, du hast Dehnungsstreifen, du bist nicht hübsch, du bist hässlich, du bist eklig. Das sind eigentlich alles nur Worte, die über sich denkt. Er findet sich eklig, er findet sich nicht hübsch, er findet sich nicht attraktiv, er lehnt sich ab oder sie lehnt sich ab. Diese Menschen, die an Körpern rumkritisieren, am Aussehen rumkritisieren, sind die Menschen, die sich selbst am meisten hassen. Die hassen sich abgrundtief. Auch wenn ihr das euch nicht vorstellen könnt, wenn sie sich dann im Internet präsentieren mit perfekten Körpern und perfekten Posen und tollen Klamotten. Warum muss man das denn posten? Jemand, der glücklich ist, muss das der Welt nicht zeigen. Jemand, der glücklich ist, muss nicht seinen Körper ständig präsentieren. Sie brauchen die Anerkennung, weil sie sagen, das, was ich hier gerade tue, braucht irgendwie Wertschätzung. Ansonsten lohnt sich das Ganze ja nicht. Sie tun es also nicht nur für sich selbst. Sie tun es nicht nur für sich selbst. Sie wollen, dass man sie liebt, begeistert ist von ihnen, ihnen Wertschätzung entgegenbringt, sie anhimmelt. Und sie sagen eigentlich zu jedem, der aus diesem Raster rausfällt, na, du kriegst doch keine Liebe und Wertschätzung. Die haben nicht verstanden, dass Liebe und Wertschätzung nicht durch den Körper kommt. Das ist bei ihnen noch nicht angekommen. Da ist noch nicht, das hat noch nicht Klick gemacht. Und das wird bei manchen auch in diesem Leben nicht Klick machen. Deswegen lass dich von niemandem runterziehen, der deinen Körper kritisiert, dein Aussehen kritisiert, deine Art kritisiert, dein Lebensstil kritisiert. Du bist genau richtig, wie du bist. Und jeder, der dich kritisiert, wäre eh nicht dein Freund, wäre eh nicht auf deiner Wellenlänge, würde eh. Und was auch ganz wichtig ist, das ist auch ein Punkt, ist dieser Mensch gut genug für dich, dass er dir diesen Tipp geben darf? Findest du diesen Menschen hilfreich in deinem Leben? Findest du ihn nützlich für dich? Bietet er dir das, was du haben möchtest? Oder kommt dieser Mensch einfach nur und labert? Deswegen, ganz oft nehmen wir uns komischerweise Tipps von Menschen ab, die nicht mal gut genug für uns sind. Die sind oft null gut für uns. Und wir nehmen uns das dann an und denken, oh mein Gott, das tut so weh, dass derjenige das gesagt hat. Und eigentlich sind das Menschen, die weder Vorbilder für uns sind, noch inspirierend für uns sind, noch den Lebensstil haben, den wir gerne hätten, noch sind sie frei, mutig, lebendig, empathisch, mitfühlend. Es sind oft Menschen, die einfach nur in die Masse passen oder uns verkaufen wollen, dass sie besser sind als andere. Aber eigentlich passen die nicht zu uns. Und ich sage dir, nimm dir immer nur Tipps von Menschen an, die zu dir passen. Alles andere ist Zeitverschwendung. Deswegen, du musst dir nichts mehr in Zukunft erkämpfen. Du musst dir keine Anerkennung erkämpfen, du musst dir keine Wertschätzung erkämpfen. Du gibst dir das jetzt in Zukunft alles selbst. Und das Schuldthema wird auch abgearbeitet. Ja, weil immer wenn du dich schuldig fühlst, du musst vielleicht so sein, wie man dich haben will. Warum? Für wen? Damit andere sich besser fühlen? Es geht also nur um die Gefühle anderer Menschen. Es geht nicht um deine. Wer bist du? Der Sklave der Menschheit? Damit alle glücklich sind, nur du nicht? Mm-mm. Sobald jemand so ist wie, das kannst du nicht machen, der leidet, nicht du. Guck den Leuten ins Gesicht, die dir das sagen. Oder lies zwischen den Zeilen, wenn jemand dir sowas schreibt. Warum schreibt er dir? Er leidet. Er leidet. Und er will, dass du das Leid wegnimmst. Mm-mm. Sein Job. Muss er selber hinkriegen. Du bist nicht derjenige, der das Leid wegmacht. Mm-mm. Dafür wirst du viel zu wenig gewertschätzt und der Energieaufwand ist auch absolut sinnlos. Also nö. Das Glück begleitet dich. Und die Hohepriesterin. Ganz ehrlich, zweimal diese Kugelenergie und dann haben wir auch noch die chillige Schildkröte, die so ihres Lebens entspannt ist. Das Glück ist auf deiner Seite. Du wirst von deiner Intuition unterstützt. Thema Schuld und Scham. Fühl dich nicht mehr schuldig, wer du bist, was du tust, wie du gehst, was du machst, wie du aussiehst. Nope. Du bist genau richtig, wie du bist. Und jeder, der dir was erzählt, hat ein Problem mit sich selbst und tickt nicht richtig. Ganz ehrlich, der tickt nicht richtig. Wir müssen lernen, Menschen abzustempeln. Menschen kommen auf einen zu und erzählen einem, wie man zu leben hat. Warum? Warum? Was erdreistet sich dieser Mensch, das zu tun?
Was um Gottes Willen denkt dieser Person, diese Person über sich selbst? Warum denkt die, dass sie das Recht hat? Die hat das null. Deswegen nimm dir nichts von Menschen ab, die einfach in dein Leben reinkrätschen, die du aber eigentlich gar nicht leiden kannst, die eigentlich überhaupt nicht dein Stil haben, dein Typ sind. Und ich meine jetzt nicht Stil im Sinne, derjenige muss aussehen wie du, sondern dein Stil durchs Leben zu gehen, empathisch zu sein, mitfühlend zu sein, für andere immer nur das Beste zu wollen, ja, aufbauend zu sein, stärkend zu sein. Wenn so jemand nicht so ist, abhaken, raus. Musst du dir gar nicht annehmen. Skorpion, 8. Haus, aber im Geiste. Das heißt, bei dir fängt gerade ein Umbruch an, auch auf spiritueller Ebene. Da fängt gerade an, was zu brodeln, da entsteht gerade Neues. Weil Skorpion steht auch für Heilung, Transformation. Und wir haben auch die Waage, 7. Haus, auch in der Luft. Das heißt, auch da entsteht was Neues. Mit wem will ich reden? Wer soll mir begegnen? Wie soll mein Partner sein? Wie sollen die Menschen sein, denen ich gegenübertrete? Gar nicht mehr nur, wer bin ich und was ist mit mir falsch, sondern was ist vielleicht mit demjenigen falsch, der mit mir redet? Endlich mal kritischer werden. Kritik ist an sich nicht schlimm. Ja, man kann Kritik üben. Und du kannst auch jemandem Kritik sagen. Aber guck dir mal einen Narzissten an. Nimmt er sich Kritik an? Nein. Sagst du jemandem Toxischen was, dass er was ändern kann? An seinem Verhalten, an seiner Denkweise. Nimmt er sich das an? Nein. Musst du dir annehmen, wenn dir eine toxische Person oder ein Narzisst etwas sagt? Nein, musst du nicht. Du musst gar nichts. Wir haben immer gelernt, weil wir liebe und nette Wesen sind, wir müssen hören, weil wir sind die Vernünftigeren. Wir haben ja schließlich den Durchblick. Ja, wenn wir den Durchblick haben, dann dürfen wir auch auf den Tisch hauen. Erwachsene hauen auf den Tisch und sagen, Ruhe jetzt hier, reicht. Die sitzen nicht da und sagen, ja, mein Kind, mein Ergebnis, ich krieche zu Kreuze, sag mir ruhig, was ich als nächstes tun soll. Nein, machen wir nicht. Und deswegen, ihr seid die Erwachsenen, ihr seid nicht die Kinder. Lasst euch von diesen Kindern nicht ständig rumschubsen. Lasst euch nicht ständig sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Die können reden und labern, wie sie wollen. Das geht da rein, da raus. Und das ist es. Die Geisteshaltung wird sich ändern in Zukunft. Transformation und auch, wer bin ich, wie präsentiere ich mich und wer ist mein Gegenüber und nehme ich dieses Gegenüber an oder sage ich einfach, hier, so nicht, Tisch ab, geh, ja. Weil das muss auch mal sein, diese Energie muss sein, weil die steckt in euch und ich glaube, die ist schon lange da unten und wabbert und will eigentlich raus und da kommt immer diese blöde Schuld und diese blöde Scham und man denkt immer, man darf nicht, aber ich sage euch eins, ihr dürft alles. Und ihr schadet vor allen Dingen niemandem. Das ist das Krasse, wenn man immer sagt, wenn dann immer so Leute kommen, ja, man darf aber nicht alles tun, wenn man Leuten Schaden zufügt. Ganz ehrlich, diese Leute, die diese Videos hier gucken, die wollen eigentlich niemandem wehtun. Die wollen meistens nur ihre Ruhe. Die wollen eigentlich mehr in Ruhe gelassen werden. Die leiden mehr unter den Leuten, die auf sie zukommen, als dass sie wirklich ein Problem haben. Und wenn dann diese Sprüche kommen von, ja, man kann nicht alles tun, ja, das müsste man unter Videos schreiben, wo es um toxische Menschen geht oder wo ein toxischer Mensch drin sitzt und wo man dann sagt, hey, da sollte schon mal an Mitgefühl gedacht werden. Aber die Menschen, die diese Videos hier gucken, die sind ja meistens zu mitfühlend, die sind ja zu empathisch, zu sensibel, zu feinfühlig, die wollen ja eigentlich niemandem wehtun und die müssen endlich lernen, in ihre Stärke und Kraft zu kommen und endlich mal auf den Tisch zu hauen und sich nicht immer schuldig zu fühlen und sich nicht immer für alles zu schämen. Und das ist meine Message hier in Peil Nummer 3. Tada! Okay, meine Lieben, das war's jetzt. Falls ihr euch noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlt, schaut euch den sehr gerne an. Ansonsten schaut gerne auf meine Website. Ich habe momentan einen Sommerrabatt auf meine Audioangebote, Geisthörerbotschaft, deine Frage, da könnt ihr eine Frage stellen. Beziehungsreading, Past Life und. Schaut da gerne mal drauf. Ansonsten, falls ihr mir eine Spende zukommen lassen wollt, könnt ihr das auch sehr gerne. Gibt es in der Infobox einen Link oder eben halt auf der Website stehen die Daten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Hallo, Peil Nummer 4 mit dem Amazonit. Gott, mein Kopf. Der wollte gerade nicht den Namen finden. Wir gucken mal. Oh, bei euch wird gerade aufgeräumt. Besen, sei es gewesen. Zauberlehrling kommt mir da gerade im Kopf von Goethe. Besen, sei es gewesen. Wahrscheinlich wird gerade aufgeräumt, was ihr erzählt, wem ihr es erzählt, wo ihr es erzählt, wie viel ihr erzählt. Ihr werdet also auch ankommen, interessant. Das heißt, bei euch geht es gerade darum, rauszufinden, wo ihr hingehört,
wer ihr eigentlich wirklich seid, wie ihr euch wohlfühlt. Lustig, Abschied und Ankommen, beides in einem. Boah, ich habe das ja, ich mache die ja hier so drunter. Also ihr verabschiedet euch. Fast halt, ob ihr auch mit eurer Kommunikation, wie ihr redet, wie ihr euch präsentiert, ankommen werdet, weil ihr das wahrscheinlich ändert. Vielleicht hat das Leben euch schon das eine oder andere Mal abgelenkt. Manchmal ist es so, kennt ihr das? Ihr spürt, es gibt zum Beispiel Ärger auf der Arbeit oder Ärger in der Familie oder irgendwas stimmt nicht oder es steht irgendwann ein Event an und ihr müsst dahin und ihr wollt eigentlich nicht und ihr versucht euch die ganze Zeit abzulenken, euch dem Thema nicht zu widmen, weil ihr denkt, naja, ich kann es eh nicht lösen. Und dann irgendwann ist das Leben so wie, tja, und jetzt machen wir dir dein Gerät kaputt oder jetzt richten wir die Aufmerksamkeit da drauf oder was weiß ich, wir sorgen dafür, dass du jetzt eine gewisse Krankheit bekommst, damit du dich diesem Thema mehr widmest und nicht mehr fliehen und flüchten kannst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so ein bisschen momentan passiert, dass da so ein bisschen das Leben will, dass ihr nicht mehr wegguckt. Und das kann natürlich einschüchternd sein. Das glaube ich auch, dass das so was Einschüchterndes ist. Also im Sinne von, wenn das Leben eingreift, weiß man manchmal gar nicht, was das heißt. Dann ist man so, wie habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin ich ein schlechter Mensch? Nein, es will dir nur helfen, vorwärts zu kommen und auch schneller vorwärts zu kommen. Du sollst in nächster Zeit definitiv auf die kleinen Dinge achten. Kennt ihr das, wenn ihr so sagt, oh, jemand ist doch eigentlich ganz nett, aber gut, das und das macht er vielleicht manchmal. Und man übergeht dieses kleine Aber. Und dieses Aber ist eigentlich ein großes Aber, nämlich ein Warnhinweis Aber, so wie, ja, das soll dir eigentlich was sagen und du sollst es nicht übergehen. Ich höre da gerade meine Mutter, die manchmal gesagt hat, wenn du da so vorwärts gehst oder vorgehst, dann wirst du ja nie irgendjemanden in deinem Leben haben. Und ich dachte nur so, ja, das kann sein. Und dann war sie so wie, ja, aber dann bleibst du ja alleine. Und dann war ich so wie, jipp, das kann sein. Und sie so, ja, aber das ist doch nicht gut. Und dann dachte ich so, wer entscheidet, dass das gut ist? Wer entscheidet, dass das gut ist, wenn du dich von denen entfernst, weil du einfach schon jetzt sehen kannst, was in Zukunft gekommen wäre? Ja, ganz oft sind diese kleinen Dinge, die am Anfang sind, riesengroße Wackersteine am Ende. Und die aus dem Leben zu katapultieren, uff, das ist nochmal eine Nummer härter. Deswegen am Anfang die Dinge sehen, ist so viel effizienter. Das wirkt zwar manchmal radikal und das wirkt manchmal auch vorschnell für viele. Ja, aber eigentlich bist du nur super klug, super weise und super vorsichtig und passt auf dich auf. Weil das Problem ist nämlich, wenn du im Leben zum Beispiel das Gefühl hast, wie jetzt die Stagnation kommt, dass du manchmal das Gefühl hast, ja, mein Leben geht nicht richtig vorwärts oder irgendwie kommt nicht so richtig voran und irgendwie fühlt sich alles so gleich an, liegt es daran, dass du gleichbleibende Energien dein ganzes Leben lang akzeptierst und dieses kleine Aber ignorierst. So wie, ja, eigentlich waren meine Eltern gut. Ja gut, die haben ab und zu haben die dann das und das mal gemacht, aber ich bin ja die Tochter oder ich bin ja der Sohn und da kann man ja nicht so sein. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso kannst du nicht so sein? Wer hat dir das erzählt? Von wem hast du es gehört? Warum kannst du dich nicht über Dinge trotzdem aufregen beziehungsweise diese Dinge näher angucken? Wisst ihr, dass sehr viele Familienkonstruktionen ganz fragile Konstrukte sind, die eigentlich, wenn man näher hinguckt, alle zerbrechen würden, wenn man nur mal mit dem Finger drückt. Und dass deswegen keiner will, dass man da reflektiert ist oder Dinge anspricht, weil genau alle wissen, dass es auseinanderbrechen würde und dass es viel Heuchlerei ist und viel bla 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 und wir gucken alle nicht hin. Und dass ganz viele Systeme, ob es in der Arbeit ist, ob es in Freundschaften ist, auch in Partnerschaften, dass das ganz fragile, zerbrechliche Systeme sind, die bei näherer Beleuchtung alle zersplittern und verpuffen würden und deswegen sowas wie Selbstreflexion, Spiritualität oft belächelt wird, weil es ihnen Angst macht, weil sie genau wissen, wenn du jetzt mehr weißt, würdest du sehen, was wirklich Tatsache ist und deswegen wird es oft in den Dreck gezogen und deswegen wird es auch oft belustigt, alleine wenn schon jemand sagt, ach Horoskope, Astrologie, hör mir auf damit, bin ich emotional, hast du Angst, dass ich dich analysieren kann, hast du Angst, dass ich an deine Schatten rankomme, hast du Angst, dass ich einschätzen kann, wer du wirklich bist.
Und dann sind die so wie, ach, als ob das Astrologie könnte. Und ich bin so wie, aha. Na, dann brauchst du ja auch keine Angst haben, wenn Astrologie das nicht kann. Warum lässt du dann die Menschen nicht Astrologie einfach machen? Und eigentlich ist es, dass sie nur nicht zugeben wollen, dass sie Schiss haben. Sehr viele haben Schiss vor Psychologie, weil sie Angst davor haben, dass man sie lesen könnte. Und deswegen auch Spiritualität. Viele haben Angst, wenn du sagst, ich habe einen Geistführer oder ich habe irgendwie ein Bauchgefühl, sind die so wie, da ist etwas, was ich anscheinend nicht habe, weil sie denken ja immer, dass sie es nicht haben. Obwohl natürlich manche dann auch sagen, ich habe das auf jeden Fall, weil sie dann merken, sie müssen wie mitreden und müssen das dann so besonders betonen. Und du denkst nur, Gott, wenn du ein Bauchgefühl hast, reicht doch einfach, wenn du es sagst. Wieso musst du das so hervorheben, als ob du eine Gottheit bist und der besonderste Mensch auf diesem Planeten? Ja, auf jeden Fall, wenn sie dann so eine Angst haben vor Wissen, was sie eigentlich, wo sie keinen Zugang haben, sind sie so wie, du bist mächtiger als ich, das muss ich dir nehmen. Und deswegen wird es belächelt oder als was Böses angesehen. Sowas wie, du bist eine böse Person oder du bist eine schwarzmagische Hexe oder du bist, was weiß ich, du gehörst einem Okkult an oder keine Ahnung, die Leute finden ja immer irgendwas. Oder ne, du wendest dich, wie oft wird das auch gesagt, du wendest dich von Gott ab, du arme Seele. Ich weiß noch, als ich in den Staaten war und ich dort, egal wo ich Leute kennengelernt habe, die immer gesagt haben, und? Bist du Christin oder was? Und ich war immer so, wie ich bin Atheistin und alle so, oh mein Gott, deine arme Seele, deine arme Seele wird im Höllenfeuer. Und ich war immer so, wie, okay, dann passiert's halt. Also, wenn es wirklich so sein sollte, dann schmort meine Seele halt in der Hölle, was ich zwar nicht glaube, aber dann passiert das doch, könnt euch doch am Popo vorbeigehen, ob das passiert. Also, wen juckt's von euch eigentlich? Also, ist ja nicht euer Problem. Und das ist so dieses, selbst wenn das passieren würde, was ist nicht passiert? Warum ist es dein Problem, dieser Mensch, der das zu dir sagt? Warum ist das sein Problem? Warum mischt er sich ins Leben ein? Warum ist es ihm wichtig? Na und, dann schmor ich in der Hölle und? Vielleicht ist es da ja muschelig und warm und kuschelig. Vielleicht versteht man sich mit dem Teufel da unten ganz gut. Das ist auch so wie das nächste. Maria ist der Teufel. Nein. Lucifer ist ein gefallener Engel. So viel dazu. Also, ja, alle, die hier immer sagen, oh, die Hörner. Hörner stehen für Willenskraft. Hörner stehen für Durchsetzungskraft. Meine Mutter hat mir als Kind, das kann ich kurz an der Stelle mit erwähnen, es gab ein Bilderbuch, wo man so ausmalen konnte. Und da war so ein kleines Baby drin. Und dem hat sie Hörner aufgemalt. Und immer, wenn ich irgendwie nicht gehört habe, hat sie gesagt, diese Hörner. Wie bei diesem Baby, die kommen gerade aus deinem Kopf raus. Und ich habe mir immer an die Stirn gehalten und wollte die Hörner wegmachen. Ich wollte sie fühlen und ich habe sie nicht gefühlt. Dann hat sie gesagt, Kinder können das nicht sehen, nur Erwachsene. Und das passiert nur bei bockigen kleinen Kindern, die haben dann alle Hörner. Und dann habe ich immer geweint und geschrien, weil ich wollte keine Hörner, ich wollte nicht die Hörner haben. Und sie war aber immer wieder, meine ganze Kindheit, oh, jetzt kommen die Hörner wieder durch. Und sofort, was habe ich gemacht? Ich hatte Angst vor den Hörnern, habe sofort Angst gekriegt, habe sofort geschwiegen, habe nichts mehr gemacht und hatte Angst vor mir selbst. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie Partei für mich ergriffen habe oder mich durchsetzen wollte, kamen ja die bösen Hörner, die jetzt jeder sehen kann. Und ich war sozusagen böse, diabolisch, teuflisch. Und das ist etwas, da kannst du Menschen kontrollieren. Wenn du auf einmal sagst, es gibt was Böses, Dämonisches, Teuflisches, hervorragend. Du kannst jeden kontrollieren, weil keiner will so sein. Keiner will böse sein. Keiner will der oder die böse sein. Keiner will irgendwo in der Ecke stehen und Leuten Angst machen. Und deswegen sage ich immer, ich bin Freund mit dem Teufel, weil der Teufel sitzt in uns allen. Wir alle haben einen Teufel. Wir haben alle einen, der sich durchsetzen möchte, der rebellieren möchte, der nicht mit der Norm konform gehen will. Und deswegen integriere ich diesen Teufel. Ja, ich habe einen Engel und einen Teufel in mir. Und gleichzeitig ist der Teufel ja auch ein Engel. Ja, nur ein Gefallener. Und wenn du das integrierst, dann hast du keine Angst mehr vor diesen Symbolen, vor diesen Zeichen. Und natürlich gibt es Menschen, die das missbrauchen, ja, und die diese Symbole anbeten. Und obwohl, ich habe auch mal so eine kleine Doku gesehen über Satanisten, also wirkliche Satanisten, die sozusagen Satan als ihren Gott anhimmeln, die sind gar nicht böse. Das sind liebe, lustige, absolute, coole Typen und auch Frauen, die eigentlich nur sagen, ich lasse mir nichts aufbürden, ich lasse mir keine Regeln aufstellen, hier ist jede Sexualität erlaubt, hier dürfen die Menschen gerne machen, was sie wollen. Natürlich sind die manchmal ein bisschen abgedreht, weil die nackt im Wald tanzen, aber die machen keine Rituale, wo irgendjemand Schaden nimmt oder wo jemand bösartig misshandelt wird. Das hat auch nichts mit Satanismus zu tun. Das ist leider auch eine falsche Annahme. Ja, deswegen, das, was man aus Filmen kennt und Gerüchten kennt,
das ist der Missbrauch einer Religion. Genauso wie, wenn man das Christentum nimmt oder das oder den Islam nimmt, es ist immer der Missbrauch einer Religion, nicht die Religion an sich oder nicht das, was da entstanden ist. Das Interessante ist auch, dass Jesus, fällt mir auch noch gerade ein, Jesus selbst hat nie eine Religion gegründet. Das haben Menschen nach ihm gemacht. Er selbst hat nie eine Religion gegründet. Er wurde sogar eigentlich betrogen und hintergangen. Und diese Menschen haben sich dann seines Wissens oder seinen Dingen angeeignet und haben eine eigene Form draus gemacht. Und damals, falls ihr das aus der Geschichte kennt, wurden eigentlich die, die das Christentum gegründet haben, sogar von vielen gepeinigt und gejagt, weil man das als Christentum, so wie die es gemacht hatten, eigentlich gar nicht wollte. Und es hat sich dann nur über die Welt dann irgendwann durchgesetzt und verteilt und ist jetzt ein großer Bestandteil vieler Länder. Aber ursprünglich hat es Jesus selbst nicht ins Leben gerufen. Wollte er auch gar nicht. Er hatte gar keine Absicht, eine Religion zu gründen. Deswegen, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive, wie viel von etwas und wie man das Ganze auch interpretiert. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist lustig, dass ich hier so komplett in diese Richtung gegangen bin, aber irgendwie wollte dieser Peil das aus mir rausholen, dass das, was dir gesagt wird von anderen, dass du selber einschätzen musst, wie viel ist davon richtig, wie viel ist davon nicht richtig, muss ich mir das annehmen, muss ich mir das nicht annehmen. Und ich höre richtig, wie manche immer sagen, oder auch in meinem Leben, ich das schon öfter gehört habe, ja, wenn jeder einfach Dinge ablehnen könnte, dann kann man ja, da hat man ja am Ende nur noch Irre hier auf der Erde. Hat man ja nur noch irgendwelche Leute, die unkontrolliert einfach nur, jipp. Und trotzdem würden sich Sachen wieder von alleine regulieren, weil Menschen nicht immer alles regulieren müssen, sondern das Leben auch reguliert. Seelenpläne regulieren. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Thema. Hier haben wir auch noch den Gehängten. Also das heißt, du siehst das Leben aus einer anderen Perspektive. Du denkst um. Ich meine, alleine, dass die Punkte jetzt gerade gebracht habe mit der Religion oder ne, mit dem Teufel oder aus welcher Perspektive man wie was betrachtet. Dass immer alles mehr Tiefe hat als das, was an der Oberfläche kommt. Ja? Wenn dir jemand irgendwas hinknallt und sich nie mit einem Thema wirklich beschäftigt hat und einfach nur sagt, duff, so hier schluckt das Ganze, weißt du immer, okay, jemand, der tiefer gehen würde in der Materie, der könnte gar nicht sowas einfach nur hinknallen. Und es ist auch oft Angst. Menschen schieben ihre Angst zu dir. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du räumst damit auf. Ängstliche Menschen, die in deinem Leben ständig nur Trouble verursachen, raus damit. Du achtest auf die kleinen Dinge und achtest auf dich und passt auf dich auf und findest deinen Mittelweg. Ja? Widderenergie, da sind wir bei den Hörnern. Yep. Ich meine, jeder, der in der Astrologie, also rein theoretisch, ja, in der vedischen Astrologie hat man sowieso alle 12 Zeichen bei sich drin. Aber da, wo halt die Sonne oder der Aszendent oder der Mond prägnant drin ist, da hast du natürlich dann, ne, wie ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Widder Rahu oder einen Widder Mars, was ja extrem stark Widder ist. Meine Hörner sind schon immer da. Deine Hörner sollen auch da sein. Egal, ob du es jetzt in deiner astrologischen Chart jetzt prägnant hast oder nicht, aber du darfst die Hörner für dich nutzen. Weil was bedeutet eigentlich Hörner haben? Du lässt dir nichts von anderen aufbinden. Du kennst für dich das richtige Maß. Du weißt, was für dich gut ist. Du hörst auf deinen Bauch. Du kannst Dinge gut einschätzen. Und andere sagen, sei nicht so stur, sei nicht so eigennützig, sei nicht so eigenwillig, hab doch mal Verständnis für andere. Nein. Hier geht es gar nicht darum, Verständnis für andere zu haben. Hier geht es gerade nur mal endlich Verständnis für dich zu haben. Und deswegen auch im Luftelement. Ja, hier geht es wirklich um deine Gedanken. Nicht immer andere, sondern wirklich mal du. Und wir haben sogar noch die Schütze-Energie im Feuer im 9. Haus. Das heißt, wir haben im Kopf den Widder. Und im Kopf deswegen, weil du nicht einfach feurig nach vorne gehen sollst, sondern umdenken sollst. Ja, der Widder steht doch für Neuanfänge, für Veränderung, für Fortschritt, für Führung, Anleitung, Pioniergeist. Und der Schütze ist einer, der haut raus, was ihm durch den Kopf geht und der nimmt kein Blatt vom Mund und der steht zu sich. Und der ist da Feuer und Flamme für. Also egal, wo dein Herz für schlägt, wo du Lust drauf hast, wo du dich selbst findest, wo du dich selbst siehst, da ist der Schütze ganz, ganz wichtig. Und der bringt dich vorwärts. Lustig, dass wir hier zweimal auch so die Feuerenergie haben. Ich glaube, das brauchst du zurzeit auch. Deswegen, auch wenn Leute immer sagen, oh, Feuer macht mir Angst. Mhm.
Feuer ist oft unkontrollierbar und macht, was es will, genauso eigentlich auch wie Wasser. Im Grunde genommen müsste dir alles Angst machen. Wind ist unkontrollierbar, Wasser ist unkontrollierbar, Feuer ist unkontrollierbar. Erde kann auch unkontrollierbar sein, wenn man mal überlegt, Erdbeben, Lava, die ausbricht, ja, Löcher, die auf einmal entstehen. Also die Erde ist im Grunde genommen, es ist alles eigentlich unkontrollierbar. Die Menschen fixieren sich dann nur auf eine Sache und denken, oh, das ist aber nicht gut. Nein. Alle Sachen haben irgendwo Seiten, die nicht gut sein können. Und genauso haben auch alle Seiten, die gut sein können. Das ist immer nur eine Frage der Perspektive. Und da sind wir jetzt angelangt. Ihr lernt in Zukunft, das, was euch begegnet, immer aus einer Perspektive zu betrachten, die euch gefällt und die euch hilft, egal ob der andere das verstehen kann oder nicht. Ja, ihr findet euren eigenen Weg, durchs Leben zu gehen, euren eigenen Weg zu kommunizieren, die Dinge so auszudrücken, wie ihr wollt. Und ihr nehmt keine Rücksicht mehr auf das, was andere euch sagen und von euch wollen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Es ist gerade wichtig für die Selbstentfaltung und für die Selbstfindung und für die Kraft, die ihr auch braucht, das Ganze umzusetzen, weil ich fühle mit euch und ich fühle es ja selber bei mir auch. Es ist nicht so einfach im Leben, sich durchzusetzen und wirklich seinen Weg zu gehen, weil immer irgendwo jemand triggert oder irgendwo stupst und irgendwo macht und man ganz leicht wieder zurückfallen kann, weil es nun mal die Gewohnheit ist und weil man es kennt. Ja, und neues Leben, ein eigenes Leben, eine eigene Persönlichkeit, die sich wirklich entfalten kann, die macht einem manchmal eine Scheißangst, wenn man sehr lange immer so gelebt hat, dass man irgendwo nicht zu so doll aneckt oder irgendwo doch passt. Ja, es macht einem Angst, weil man nicht weiß, was kommt. Man weiß nicht, wie sich das anfühlt. Man weiß nicht, was das ist. Viele sind oft auch im Schmerz zu Hause. Ja, in der Einschränkung zu Hause, das ist zu Hause. Und wenn die Einschränkung verschwinden würde, die Freiheit einkehren würde, das macht Leuten Angst, wo jeder eigentlich sagen würde, hä, Freiheit ist doch geil. Nein, das kann Menschen Angst machen. Und deswegen sei lieb mit dir in diesem Prozess, sei lieb mit dir, während du das hier alles durchstehst. Sei gut zu dir, weil es ist normal, dass dir Dinge Angst machen. Es ist normal, dass Dinge für dich neu sind und dass sie sich vielleicht auch manchmal überstürzt anfühlen. Aber pass auf dich einfach auf in der Zeit und sei gut zu dir. Okay, meine Lieben, das war jetzt auch nochmal sehr informativ zu Peil Nummer 4. Falls du dich noch zu einem anderen Peil gezogen fühlst, schau dir den sehr gerne an. Ansonsten schau gerne auf meiner Website, da habe ich momentan einen Sommerrabatt auf meine Angebote. Ja, ich mache Audiobotschaften, Beziehungsreading, Past Life, Geistführerbotschaften, deine Frage und vedische Astrologie und Rituale mache ich noch für dich. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, findest du da auch eine Info in der Infobox, also einen Link in der Infobox und Infos auf meiner Website. Und wir schauen uns beim nächsten Mal. Wir schauen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.